Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme aus dem Wäldchen. So, ich sage viel zu oft so und wir sind an einer eher unsicheren Position. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wo ich das letzte Mal aufgehört habe und dort sollten wir dann auch weitermachen. Denk mal, wir müssen da drüben das Dach noch zu Ende umbauen. Das wohl jetzt erstmal die erste Baustelle sein wird. So. Stimmt, auf dieser Seite muss ich noch alles einmal nachsetzen. Material haben wir dafür noch genügend an bei. Das heißt, ich gehe mal direkt dort hoch und wir machen das eben schnell, damit wir dann dort das Dach zu Ende bauen können. So. Und wichtigerweise nicht runterfallen. Das wäre ja eher unschön. So, hier muss, glaube ich, ein Klotz hin. So, die können wir auch mal einfach kurz dort wegnehmen. So, brauchen wir nämlich ein paar Klötzchen. So. Jetzt sag ich schon Klötzchen, das ist ja schon echt komisch. Wir müssen da natürlich einen Carpenter's Block hinsetzen und kein Klötzchen. Klötzchen sind ja im Prinzip alles. So. Und mit etwas Glück schaffe ich es auch ohne zu sterben. Ich glaube, wenn wir hier runterfallen, werden wir nicht sterben, aber es wird zumindest unangenehm. So, wie habe ich das denn überhaupt auf der anderen Seite gemacht? Okay. Ich bin runtergefallen. Okay. Ein Klötzchen. Ein Klötzchen, ja. Du Klötzchen, mich auch. Ich muss natürlich dann... Erstmal müssen wir aufhören, die... So. Hier diese Teile zu verstellen. Und dann muss das hier raus. Und der muss auch weg. Weil hier unten muss ja ein Klötzchen hin. Okay, jetzt mache ich. Jetzt habe ich es aber auch mit den Klötzchen. So, hier kommt der hier hin. Und dann kommen hier natürlich weitere Carbonas Blocks hin. Okay, davon haben wir genau zwei Stück. Das passt wunderbar. Jetzt müssen wir wieder von unten anfangen. Das könnte gefährlich werden. Vor allen Dingen, da wir hier ja erstmal etwas brauchen, wo wir dann drauf bauen können. Nein, da soll es nicht hin. Okay, das könnte ein bisschen komplizierter werden hier. Wir haben auch nur zwei Erde, das ist wunderbar. Ah, da ist noch... Ist da ein Block? Stimmt, klar ist da ein Block. Da ist ja noch diese... Diese Scheiße. So, hätte ich den einen Erdblock gerade nicht verschwendet, dann könnten wir hier auch direkt weitermachen. Nicht mit dem Hammer, bitte. Und die Fackel wollte ich eigentlich auch nicht, aber egal. Passiert ist passiert. So, da... Das ist keine gute Idee. So. Und weiter geht's. Achso, die müssen ja auch noch alle einmal kurz weg hier. Plätzchen. Und hier natürlich auch. Das mit den Klötzchen wird mich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter verfolgen. Falsch. Ich baue auch wieder, als ob ich voll besoffen wäre. Nein, du sollst die Dinger nicht verstellen. Das passiert mir immer wieder. Wir müssen nämlich jetzt erstmal noch... Genau, wir müssen das umdrehen. Oh Mann. Moment. Boah, da musste ich aber einmal ordentlich niesen. Hab mich glücklicherweise noch rechtzeitig weggemutet. Jetzt erschreckt sich noch einer. Wenn er das sieht, vorsichtig. Hätte jetzt fast schon wieder die Teile verstellt. Da muss ich wirklich aufpassen.
Das verfolgt mich sozusagen. Wird wahrscheinlich noch 200 Folgen dauern, bis ich mir das gemerkt habe, dass das so keine besonders gute Idee ist. Okay, dann mal drauf mit dem ganzen Zeug. Und dann müssen wir da von unten dran und das von unten nämlich auch nochmal machen. Inzwischen kriege ich das mit dem Hammer auch relativ gut hin. So, das ist halbwegs wie auf der anderen Seite. Da muss ich nochmal gerade gucken, wie ich das von unten dort gemacht habe. Soll ja alles gleich sein. Genau, hier außen habe ich Stein gemacht und innen habe ich Holz gemacht. Dann werden wir das hier natürlich auch nochmal machen, aber ich sollte mir zuerst eine Schaufel aus dem Rucksack holen. Da müsste ja noch eine drin sein. Genau. Da brauchen wir nämlich ein bisschen Erde, um uns da hochzuarbeiten. Die können wir weg, da müssen wir jetzt nicht mehr hoch. Und die brauchen wir dann auch nicht mehr. So, hier muss natürlich noch ein Slope hin. So, und dann brauche ich Sprucewood etwas mehr. Haben wir noch was drin? Nein, aber hier hätten wir Erde drin gehabt. Naja, so ist es halt. So, dann mache ich mir nochmal 2, 3. Ein paar Slabs, die wir dann direkt reinknallen können. Oh, hier könnten wir auch so dran kommen. Ja, wir kommen da sogar dran, sogar an den. Allerdings, etwas knapp das Ganze. Was habe ich denn da gemacht? Da müsste ich gleich nochmal nachschauen. So. Aber ich nehme an. So. Dass wir auch einfach Holz hingemacht haben. Aber ich gucke halt, ich bin Kummer gewohnt, also gucke ich auch nach. Ja, da. Ach nee, da haben wir eine Schräge reingemacht. Gut, dass ich noch nachgeguckt habe. Nicht, dass mir das, wenn sowas später erst auffällt, ist das nicht so schön. Okay, jetzt habe ich das schon wieder verändert. Wie ich schon sagte, das wird mich wahrscheinlich noch über die nächsten Jahre verfolgen. Ach, da, schon wieder. Immer wieder der gleiche Mist. Diesmal habe ich dran gedacht. So, machen wir das so. Dann passt da auch alles. Weg mit dem Zeug hier. Und das auch weg. So, da muss keiner hin, sondern dort. Ich glaube, der ist sogar richtig rum. So, noch ein Stein hier rein. Dann ganz schnell in die Kiste. Wir wissen ja, Creeper und anderes Gezücht, was hier rumläuft. Könnte uns den ganzen Tag versauen. Das wollen wir natürlich nicht. Wunderbar. Okay, jetzt muss ich nochmal eben... Ah, da muss ich, glaube ich, nochmal ran, oder? Genau, da muss ich nochmal ran. Das muss nochmal umgedreht werden dort. Und generell muss ich nochmal komplett hoch, weil wir müssen noch die ganzen Holzteile da unten entfernen. Ist natürlich auch wunderbar, dass das ganze Dach hier so rumgebaut ist. Oder in einer derartigen Höhe gebaut ist, dass wir da kaum drankommen. So, bitteschön. So, hier haben wir das ja schon so gemacht. Das heißt, ich muss jetzt nur noch das von hier unten entfernen und es danach wieder einsammeln, weil es wieder sonst wohin geflogen ist. Ist ja schön, an den Carpenters Logs, du nimmst das weg und es verteilt sich irgendwo im Nirvana. Okay, Erde hätte ich mal mitnehmen sollen, aber... Oh, den hätte ich nicht wegmachen sollen. Okay, noch einen. Da komme ich auch noch nicht dran. Noch einen. So, von da muss ich, glaube ich, auch noch mal gleich was machen. Das muss ich aber von der anderen Seite aus machen. Brauchen wir erstmal unser kleines
Hier, Gerüst, genau. Bauen wir unser kleines Gerüst ab und dann geht's wieder zur anderen Seite und dann können wir uns auch endlich dem neuen Dach widmen. Das ist keine gute Idee. Die ist besser, viel besser. Da packt man sich nicht immer so aufs Maul. So, Rennen klappt irgendwie auch nicht mehr so. Ich müsste gleich mal... Müsste man die Einstellungen gucken, weil ich habe ja inzwischen Windows neu installiert. Hat zwar alles hier einmal übernommen, weil ich den Ordner, wo sich mein Technik-Launcher, über den ich das Ganze ja inzwischen laufen lasse, befindet, ja nicht neu gemacht, aber dennoch wurde alles nicht übernommen. Deswegen müsste ich da nochmal einen Blick reinwerfen. So, ich schau mal eben Options. Control zu ist Controls. So, genau. Key Control. Nein, okay. Jetzt wirst du auch wieder damit rennen können. Ja, wunderbar. Die Controls wurden wohl nicht gespeichert, der Rest wohl schon. So, da ist der Block auch schon korrekt. Hier müssen wir vielleicht auch nochmal später irgendwas mit der Deko machen. Das sieht mir noch alles ein bisschen zu simpel aus. Gut, dann können wir ja da wieder weitermachen. Nachdem wir hier ein bisschen von dem Weizen uns geschnappt haben. Muss ich immer dran denken, zwischendurch immer schön den Weizen ernten, damit wir auch verwenden können. Schön an dem Weizen ist, dass wir den auch 64er Stacks stapeln können. Hab ich da reingetan, weil ich war schon mal zwischendurch hier und habe den abgefarmt. Warum war ich eigentlich nochmal hier? Ich glaube, ich habe wieder Screenshots gemacht. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Oder ich habe irgendwas nachgeguckt, was ich hier überhaupt gemacht habe. Jetzt müsste ich eigentlich nachgucken, was ich hier noch zu machen habe. Oh, hier haben wir Dingens. Wir müssen hier zwei raus. Ich kann direkt wieder runtergehen, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr Erde. Wird sich nicht vermeiden lassen. Ich könnte mal eben mich noch durchsortieren. Was habe ich eigentlich in dem Purple? Achso, das ist das Botania Backpack. Das brauchen wir gerade auch nicht. Genauso wenig wie die normalen Zäune und das Zeug. Das auch nicht. Die brauchen wir noch, dafür brauchen wir sogar ein bisschen mehr. Soapstone brauchen wir eher nicht, so wie die Eisenblöcke auch nicht. So, ich könnte noch ein bisschen von dem schwarzen Granit gebrauchen. Etwas von dem Sprucewood. Dann holen wir jetzt noch mal ein bisschen Granit hinten aus der kleinen Turmkammer heraus. Oh, einer müsste vielleicht nachher genügen. Okay, das kann auch weg. Und falls ich mich heute anders anhöre, ich besuche gerade wieder eine neue Aufnahmetechnik. Heute mal mit OBS Studio dabei und ich gucke gerade, wie es denn sich praktisch auswirkt, wenn ich direkt meine Stimme in einer zweiten Spur in OBS mit aufnehme. Mit zugeschalteter Rauschverminderung und so weiter. Heute dürfte man nicht mal die Klicks hören, es sei denn, ich rede zufällig gerade in dem Moment. Können wir kurz auf den Baum gehen. So, habe ich jetzt eigentlich die Erde geholt? Nö, hat er natürlich nicht gemacht. Der Idiot. Da muss er nochmal dahin gehen. Ach ja. Es ist so schön. Oh, das müsste reichen. Und hier müssen ja die Dinger nochmal weg, weil hier machen wir ja... Mal überlegt, die normalen Treppen hin. Das sieht wesentlich besser aus als diese komischen versägten Stämme. Aber das heißt, wir brauchen auch noch ein paar mehr von diesen Treppen. So, mal das. Und dann machen wir davon noch ein paar. Schaufel brauchen wir. Wir brauchen eigentlich alles. Ja, es sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Weil ich noch gespannt bin, wie das Gesamtergebnis aussehen wird. Okay, das mit dem Dach hier ist nicht komplett symmetrisch. Wir haben da drei und hier haben wir vier. Und es wird gehen, weil das Dach wird hier oben
sich so oder so korrekt treffen. Nur wir haben hier keine ungerade Zahl. Wir haben hier ein Achter. Dach. So, hier sparen wir uns erstmal wieder das und tun ein bisschen Erde dahin drücken, wo es eh keiner sieht. Halt. Hier muss das nicht hin. Hier können wir ganz normale Blöcke reintun. So, hier muss ich mir später nochmal überlegen. Das muss ich dann von außen machen. Zu gucken, was ich da wie reinmachen werde. Hier kann aber auch. Dann hier kann nicht. Hier kann nicht. Hier muss... An dieser Stelle muss das so. Da muss hier nochmal ein Stamm hin. So. Jetzt muss ich schon wieder nachgucken, wie ich es gemacht habe. Genau, hier geht es noch zwei runter. Von hier aus gesehen, das bedeutet aber, dass wir von hier beginnen müssten. So, bis hierhin. Ist sogar falsch. Es ist immer falsch, wenn ich es mache. Ja. Das war jetzt so richtig falsch. So, da kommt noch einer hin. Und hier auch noch. Ich sollte vielleicht einfach nur für die Optik hier einen ganzen Block hineinstecken. Und zwar davon, genau. Und dann geht's weiter, indem wir einfach hier etwas weiter hochgehen. So, hier brauchen wir natürlich wieder einen ganzen Block. Erstmal alles richtig sortieren. Das war schon wieder verkehrt. So, da können wir auch schon mal einen reintun. Du kommst weg, bitte. Weil hier kommt natürlich das hin, genau. Und sollte man hier vielleicht alle drei Materialien mal hier reinlegen. Wir brauchen das. Das und das. Das brauchen wir gerade nicht. Aber davon vielleicht noch ein paar. Das Dach wird noch 100 Jahre dauern. So viel ist sicher. Das war jetzt auch schon wieder ein Fail, was ich gemacht habe, dass ich hier runtergegangen bin. Hier oben kommt dann wahrscheinlich wieder was anderes rein. Beziehungsweise, wie heißt der nochmal hier? Der Limestone, kommt da rein. Jack, ich werde die Wand hier unten nochmal umbauen, dass das so ein Muster hat. Na, ich bin gerade etwas erkältet, weswegen ich mich öfter wegmuten muss, um mich um gewisse nasale Bedürfnisse zu kümmern. Was ist für eine Ausdrucksweise? So, jetzt sollte es aber ganz schnell gehen, abgesehen davon, dass ich natürlich wieder keine Arbeitersblocks mehr habe. Toll, nicht wahr? Ach. Ist zum Hühner treten, aber wir sind ja hier nicht bei Fable. So, dann müssen wir uns natürlich wieder Carpenters-Blocks... Okay, wir müssen glücklicherweise keine Carpenters-Blocks machen, sondern wir müssen uns nur ein paar Sticks nachfertigen. Das machen wir natürlich aus Eiche. Bin ein bisschen nervös wegen dem schönen Sonnenuntergang dort. So, das ist noch nicht ganz genug. Aber mehr haben wir für den Moment nicht, das muss reichen. Erstmal ein kleines Schläfchen und dann geht's auch sofort weiter am Dach. So. Gut, ach ja, Dach. Irgendwas war doch. Ah, wie lange? Wir sind schon 20 Minuten dran wieder. Oh Mann. Die Zeit, die das Ganze frisst, ist auch einfach mal unglaublich. So, hier. Das geht? Geht das so? Ja, das geht so. Danke. Was willst du denn von mir? Au. So viel dazu. Das muss jetzt eh weg. Wir müssen uns nämlich das Baugerüst von außen dran setzen. Andererseits kann ich auch eben
Na, nee, das ist keine gute Idee. Wäre zwar wahrscheinlich einfacher und würde. Konzentration, bitte. Konzentration. Wichtig. So, Shift ist hier. So, mit Shift glatzt doch. Und aufpassen. Bloß nicht am Mausrad drehen. Sonst drehe ich gleich am Rad. Oh, hier ist die Wand. Okay, ich drehe gleich am Rad. Ich sollte mal eben den Limestone holen. Den ich da reintun will, weil sonst kann ich da keine. Ich habe doch was gehört. Wo ist es? Wo ist der miese Schuft? Hallo? Hör dich. Marble? Ach hier, nicht. Hab ich immer, immer Limestone gesagt, ne? Ich meine natürlich den allseits beliebten Soapstone. Der so hart ist wie. Ja, das ist ungefähr das härteste Material, was ich kenne. Ich heiße doch deswegen Soapstone. Aber vorsichtig. Ich wollte gerade schon wieder hingehen und. Ja. Darüber hinweg scrollen. Und das hätte natürlich wieder bedeutet, dass ich die Form dieser Teile geändert hätte. So hoch sind wir schon. Ich denke, wir gehen noch einmal einen höher. Und dann haben wir eh so langsam Probleme. Weil uns dann gleich die Slabs wieder. Die Slabs hier, die Slopes. Werden uns dann wieder bald ausgehen. Weißt du, es ist eine sehr langwierige und langsame Arbeit. Was aber auch kein Wunder ist. Was ist denn die Dachgröße? Da haben wir 3, 1, 1, 3, 7. Das Dach ist genau ein größer. Oh. So, machen wir mal hier so. Hier wieder Zoppis rein. So. Und hier machen wir eben kurz fertig. Machen wir das Ganze mal ein bisschen symmetrisch, dass wir uns auf beiden Seiten in gleichem Maß hocharbeiten. So, das einzige Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist da dieses Dach aus einer geraden Anzahl von Blöcken besteht, ist natürlich, dass wir keinen einzelnen Dachbalken haben werden. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze jetzt lösen werde. Müssen wir dann erstmal gleich gucken. Ich baue erstmal hier Außenseite schon mal fertig. Genau so. Nicht. Und jetzt offenbart sich nämlich unser Problem. Das ist auch ein Problem. Aber nicht das, was ich meine. Das Problem, was ich meine, ist halt dieses hier. Das kann man zwar machen, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Allerdings fehlt uns der einzelne Balken da oben. Hier komme ich natürlich nicht rein. Ich denke, hier werde ich es leicht anders machen, dass wir keinen einzelnen Balken oben haben, sondern dass ich hier nochmal. Ich nehme erstmal ein Stück raus. Hier nochmal jeweils einen Balken vorsetze. Dazu brauchen wir aber dann nochmal ein bisschen Erde. Und dann muss ich mich hier wieder
das Ganze so hin. Wenn wir schon mal hier... Geht, das war jetzt unbedingt nötig. Wollte eigentlich gerade sagen, wenn wir da schon sind. Könnte ich dort direkt mal... Stein rein tun. So. Ja, da war es wieder. Und damit sind die Blöcke auch wieder alle gleich. Naja, so ist es halt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Holz wir noch brauchen für dieses Dach. So. Hier kommen die rein. Hier drin werde ich gar nicht so hoch gehen. Ich werde hier die Balken einfach durchziehen. Dann ist hier auf dieser Höhe Ende und wir haben hier so einen Mini-Dachboden, den man auch gar nicht betreten könnte. Dann setzen wir erstmal die Balken hier dran. Die wird man ja dann von unten sehen können. Es wird eine durchaus interessante Dachkonstruktion werden. Bis von innen. So. Und hier dann einfach so. Der Vorteil ist, dass hier oben nicht sehr viel spawnen wird. Und das war es auch schon wieder mit unseren Carpenters Blocks. Hol ich mir direkt auch mal neue. Und ich glaube, ich müsste mal was essen. Sonst könnten wir gleich wieder ein bisschen krepieren. Und so kann ich mir rausholen, genau. Essen wir mal zwei Hamburger. Ich schaue direkt nochmal unten in unsere Holzkiste, ob wir da vielleicht noch was haben, was wir vercraften könnten. So, diese Holzsorten würde ich gerne nicht anrühren, aber wir haben noch Birkenholz, das können wir natürlich nehmen. Uns daraus wieder Carpetersbox herzustellen. So, hauptsächlich brauchen wir ja Sticks. Wir haben ja noch welche, sehe ich gerade. Aber schaden wir jetzt nicht. So. Bitteschön. Noch ein paar. So wird genügen. Drei Stacks werden auf jeden Fall reichen. So, hier oben wird es dann gleich etwas einfacher. Okay, das ist falsch. Weil hier oben müssen wir dann nämlich nur... Sei denn, man macht sowas, dann ist es natürlich nicht einfacher. Also wie ich sage, hier oben müssen wir nämlich einfach nur Dinger draufballern. Weiter schwierig wird das nicht. So, hier kommen noch die Dinger hin. Und hier oben machen wir einfach Holz rein. Ich habe gerade keine Lust. Deswegen machen wir es einfache Variante. So. Hier natürlich das gleiche. So, das wird nicht funktionieren. Deswegen hier wieder unsere Erde ins Spiel kommt. Und der wir natürlich wieder nicht genug haben. Ah, okay. Aber eigentlich müssen wir die auch nicht drin lassen. Das heißt, ich hole die gleich wieder raus. Warum haben wir ja mitgenommen? Gut. Ja, das sollte auch nicht passieren. Geht es dann weiter?
es ist wieder leicht schwärzlich in der Umgebung. Diesmal habe ich es gar nicht bemerkt. Ist, wenn man so richtig schön in den Bauwagen ist, dann kriegst du das auch nicht unbedingt mit, wenn es dunkel wird. Los, bevor Viecher kommen. Vielleicht gerade hier unten bin. Kann ich immer noch gerade wunderbar die Erde mitnehmen. So, die hole ich wieder raus. Keine Erde verschwenden, wir werden sie noch für genügend andere Sachen brauchen. Und jetzt nicht zu weit laufen, sonst geht das wieder übel aus, was wir auch nicht wollen. So. Haben wir das erste Dach ja schon mal fertig. Das zweite hier wird ein bisschen aufwendiger, weil ein bisschen größer. Würde fast schon... überlege fast schon, das offscreen zu machen. So, hier natürlich auch. Die Frage ist natürlich jetzt, mache ich jetzt hier oben Stein rein oder Basalt? Die andere Frage ist, warum nehme ich ganze Steine? Weil ich so viele davon habe. Wahrscheinlich. So, nehmen wir weiter ganze Steine. Weil ich von den anderen keine habe. Und da wir ja jetzt den Hammer haben, können wir auch ganz leicht weitere Steine beschaffen. Drei. Und dann von hier aus weiter. Raus mit euch. Hier oben wieder. Steine. Drei. Fällt gerade auf, dass das Musikstück, was wir gerade hören, auch schon ewig lang läuft. Ich könnte mich ja irren, aber... ich glaube, dem ist so. Und eine Seite durch. So, sowas für die Dachgaube. Hier hinten auf einem anderen Haus brauchen wir hier nicht. Ist ja nur so ein... auf der anderen Seite, wenn wir hier oben vielleicht ein Stockwerk für Heu machen, dann sollten wir vielleicht auch so eine kleine Dachgaube machen mit so einem kleinen Kran dran, sodass man das Heu oder das Stroh direkt von außen hochziehen könnte. Das wäre alle... wäre zumindest realistisch. So, was machen wir hier rein? So, okay. Ich weiß, was ich da reinmache. Habe ich nur nicht gerade bei mir, nicht so. Dann mache ich mal wunderbar. Weed da rein, nein, wir machen den da rein. Und wir machen mal einen weiter. Weil diese Musik muss nicht sein. Zumindest nicht stundenlang. Okay, dann machen wir den Rest oben und dann machen wir innen weiter. So, sieht doch schon mal nicht übel aus, diese Ecke. So, hier... dich brauchen wir da nicht mehr.